Hallo, heute mal ein Python-Video zum Thema Multiprocessing. Nun, wir haben immer mehr PCs, die haben mehrere CPUs oder respektive mehrere Threads, sagt man auch. Wir haben einmal die physischen CPUs, bei mir sind es auf diesem PC 6 und der hat jeweils 2 Threads, wird hier als 12 CPUs dargestellt. Problem ist dann oftmals, dass man unter Python, wenn man ein einzelnes Python-Skript startet, dieses nur eine CPU ausnutzt und man den Wunsch hat, dies dann auf mehrere CPUs zu verteilen. Gucken wir uns heute mal an. So, wir kennen zum Beispiel auch von Rendermaschinen wie Cadian Live und PDV, dass das nicht ganz einfach ist. Die haben da manchmal auch so ihre Problemchen. Geht aber nicht, jedes Programm ist Multiprocessing fähig. Dazu habe ich dann ein kleines Skriptchen für euch vorbereitet. Ich hoffe, dass es halbwegs einfach und verständlich ist. Wenn ihr Verständnisprobleme habt, hier ist die Seite eurer Wahl. Den Link hänge ich der Videobeschreibung an. Es geht heute um das Modul Multiprocessing. Man könnte auch sagen Threading. Ja, also ja, multiple Prozesse gleichzeitig ausführen, damit man hinterher ein Ergebnis bekommt, und zwar schneller wie mit einer CPU. Wir haben also das bereits fix und fertige Multiprocessing-Modul, sagt man hier unter Python, schon da. Wir brauchen das gar nicht mehr selber programmieren. Mit Import importieren wir das Ganze, ein Leerzeichen dazwischen und fertig. Nun, diese Funktion schauen wir uns gleich nochmal an. Das ist das, was die CPUs tun sollen. Das wäre die Funktion, die die Arbeiter für uns ausführen sollen. Wir hätten in unserem gedachten Beispiel 12 Arbeiter, die was schaffen sollen, und zwar parallel, und hinterher ist das Haus schneller fertig, als wenn es nur einer macht. Gut, wir müssen erstmal rauskriegen, in diesem Beispiel, wie viele CPUs habe ich denn überhaupt auf diesem PC, um die Arbeit gleichmäßig an die Arbeiter zu verteilen. Nun, das Modul Multiprocessing haben wir schon importiert, deshalb können wir auf die Unterfunktion, erkennbar durch den Punkt, zugreifen, die es da schon gibt. Fix und fertig, CPU-Count, eine Funktion, die im Modul Multiprocessing existiert. Der Funktion muss ich nichts übergeben, deshalb sind die Klammern leer, denn es gibt ja nichts anderes zurück als die Anzahl der CPUs. Was soll ich dem Ding sonst sagen? Eine Funktion ohne Übergabeparameter, das hier liefert zurück bei mir die Zahl 12, wird gespeichert in der Variable CPUs. Alles, was ich so geschrieben habe, habe ich groß geschrieben. Könnt ihr ändern, was klein geschrieben ist, lasst ihr so, wie es ist. Skript hänge ich euch an. Gut, wir wissen also hier in diesem Beispiel, dass dieser Computer jetzt 12 Threads bzw. 12 CPUs, habe ich es jetzt einfach mal vereinfacht genannt, hat. Hättet ihr einen Quad-Core-Prozessor, der jeweils nur einen Thread hat, wären das halt 4. Ne? Manchmal gibt es auch Dual-Core-Prozessoren mit jeweils 2 Threads, da wird dann auch 4 angezeigt. Es geht uns nur darum, wie können wir die Arbeit verteilen, wie viele CPUs in unserem Beispiel, soll ja einfach bleiben, hätten wir, um die Arbeit zu verteilen. Nun, jetzt brauchen wir noch Kerlchen, die für uns arbeiten. Workers ist nichts anderes als eine Variable. Gut, das Modul Multiprocessing hat noch mehr Unterfunktionen. Multiprocessing, Unterfunktion Pool. Und dieser Unterfunktion übergebe ich jetzt was. Und zwar muss ich ihm sagen, wie viele Arbeiter hätte ich denn gern, die meine Funktion da oben ausführen sollen, und zwar gleichzeitig parallel. Nun, Prozesse, nennt er es hier. Prozesse, die Anzahl der Prozesse, die gleichzeitig parallel ausgeführt werden, damit das Ganze schneller wird, damit unser Haus schneller fertig wird, werde ich hier übergeben, und zwar waren das die 12. Ich übergebe also dem Modul Multiprocessing Unterfunktion Pool, ein ganzer Bereich von Prozessen, die Anzahl der CPUs, das wären hier meine Arbeiter. Und mit diesen Arbeitern arbeite ich unten hier gleich weiter. Nun, jetzt muss ich den Arbeitern natürlich sagen, was wir zu tun haben. Ich habe dann eine Task List, habe ich es mal genannt, definiert.
meine Arbeitsaufgabe an die Arbeiter ist nichts anderes, als die CPU-Nummer auszugeben. Nun, der erste Arbeiter soll jetzt die 1 ausgeben, der zweite die 2 und so weiter. Meine Taskliste für die Leutchen wäre also, ne, so eine Liste zu erstellen. Das tue ich und übergebe jeweils ein Element der Liste an einen der Arbeiter. Jeder der Arbeiter führt diese Funktion aus, aber jeder mit einem anderen Übergabeparameter. So, der erste kriegt die 1, der zweite die 2, der dritte die 3 und so weiter. Das wäre meine Aufgaben, die ich zu stellen hätte, ne? Denn jeder soll die Funktion ein bisschen anders ausführen. So, wir haben unsere Arbeiter, wir haben unsere Arbeitsaufgabenliste und wir haben die eigentliche Funktion, die dann als Übergabeparameter jeweils unterschiedliche Aufgaben kriegt. Ne? Ich habe es mal Task-List genannt. Das hier startet quasi letztendlich die Funktion, vergibt die an die unterschiedlichen CPUs und die machen dann jeweils was damit. Das heißt aber nicht, dass das gleichzeitig läuft. Ne? Also nacheinander läuft. Das heißt, es kann durchaus sein, dass zwar in der Reihenfolge diese Aufgaben übergeben werden, aber die Rückgabeergebnisse in unterschiedlicher Reihenfolge kommen. Je nachdem, wie ausgelastet die CPU in dem Moment war, kann es sein, dass der Task 3 schon vor dem Task 1 fertig ist. Sieht man, jetzt machen wir da aus der Theorie mal Praxis. Ich habe das Python-Skript mal in meinem Home-Verzeichnis gespeichert unter dem Dateinamen stress.py. Python Leerzeichen stress.py. Nun, da ich ja schon weiß, dass da jetzt 12 Zahlen untereinander kommt, mache ich mir das hier mal ein bisschen größer. Zup. So. Was wir an dem Rückgabeergebnis sehen, ist das, oder seht ihr wieder mal nichts, weil alles hier durcheinander ist. Gut, hier seht ihr es. Das sind die Rückgabeergebnisse. Ihr seht, die Reihenfolge stimmt nicht, macht aber nichts. Meine 12 Aufgaben an die 12 CPUs, an die 12 Arbeiter wurden erledigt. Ja. Jeder hatte die Aufgabe, seine CPU-Nummer, also seine Aufgabe, die er hier in der Funktion zu erfüllen hatte, auszugeben mit dem Befehl print. Nun, die erste CPU hat die Aufgabe gekriegt, print 1, die zweite CPU print und so weiter. Und hier sieht man, die CPU Nummer 5 war schon ein bisschen beschäftigt, deshalb ist die CPU 6 schon eher fertig gewesen. Genauso hier im unteren Bereich, die 10 kommt vor der 9. Also wir sehen, das Ding ist nicht in der Reihenfolge, macht aber nichts. Hauptsache am Ende des Tages werden die ganzen Aufgaben abgearbeitet. Hier dasselbe Python-Skript nochmal ausgeführt, hat hier wieder eine andere Reihenfolge. Ja? 10, 12, 11. Gut. Wohl wissend, dass dem so ist und falls das mal nicht gewünscht wäre, ist hier in diesem Artikel auch etwas zur Synchronisation beschrieben. Könnt ihr mal drauf gehen. Und das ist die Synchronisation zwischen den Prozessen. Es gibt einen Beitrag zu den Pipes, so dass bestimmte Dinge erst nacheinander kommen müssen. Und wie kann man zwischen den, ne, hier ist die Pipes, und wie kann man zwischen den Prozessen Objekte oder besser gesagt, gewisse Variablen hin und her austauschen, damit die auch miteinander reden können. Ne? Angenommen, der soll nicht nur einfach was tun, sondern ja, wenn der Arbeiter Nummer 7 fertig ist, dann soll er dem Arbeiter Nummer 5 was sagen. Kann man dann auch erledigen. Gut, aber in diesem einfachen Beispiel haben wir einfach nur die Aufgabe übergeben, gib deine CPU-Nummer aus. Ne? Aus diesem ganzen Ding kann man natürlich eine Art Stresstest machen. Indem ich sage, while true, wird dieser Printbefehl immer ausgeführt. Von wem dann? Nun, hier übergebe ich einem der Arbeiter den Task 1, gibt seine CPU-Nummer aus, und zwar so lange, wie der Wert war, ist und bleibt. While true ist immer gültig, deshalb läuft das hier im Kreis. Das ist eine Schleife, die im Kreis läuft. Wer sich also wundert, dass hier die Funktion kein Beginn und End hat, ist eine Eigenart von Python. Durch die Einrückungen vorne
ist definiert, wo was weitergeht und wo es aufhört. Ja, deshalb braucht es hier kein End. Gut, wie gesagt, dieser kleine Stresstest, den speichern wir mal. Gehen nochmal darauf, while true. Und dann läuft das im Kreis. Und wir sollten dann sehen, dass dann dauernd die Zahlen zwischen 1 und 12 aufgerufen werden. Dass meine CPU-Last steigt. Und je nachdem, welche Aufgaben ich verteile, sehen wir, dass entsprechend ein gewisser Stress entsteht. Wir könnten das Ganze als Stresstest nehmen. Wir können natürlich schwierigere Aufgaben verteilen an die CPUs, aber wir sehen, die sind schwer beschäftigt. Abbrechen das Ganze dann entsprechend über Steuerung C, Terminal schließen und dann hört das auf. Das machen wir mal zur Demo am besten schließen. Und dann hört es gleich hier auf. Die CPUs müssen nichts mehr machen. Unsere Arbeiter müssen ihre Nummer nicht mehr laut rufen oder schreiben. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.